Was geht, meine Freunde? Willkommen zum nächsten Part von Visage. Und Leute, vielleicht, meine lieben Freunde, ist das inzwischen dann auch schon der letzte Part. Natürlich heute wieder mit einem Special-Gast hier am Start von meiner, an meiner linken Seite. Der gute Cinex ist wieder da. Jo. Jo. Genau. Ihr kennt ihn ja alle. Er muss sich ja nicht wirklich vorstellen. Alt, hässlich und gebrochen. Ihr wisst, was ich meine. Wie Dias Mutter. Genau, natürlich. Wie seine Mutter. Okay. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben in den Raum. Wir sind nicht weitergekommen. Wir sind das letzte Mal nicht weitergekommen. Allerdings haben wir ein bisschen gecheatet. Wir haben geguckt, wie es weitergeht, damit wir nicht noch länger in den vier Wänden des Todes und des Grauens hier durchstreifen. Und zwar ist das eigentlich simpler als simpel. Man musste eigentlich nichts weiter als eine Hand sich frei machen. Kriege ich das auch irgendwie hin? Ja, ja, irgendwie so. Das Problem ist jetzt, wenn das Vieh jetzt kommt, habe ich keine Kamera an der Hand. Warte mal. Ach so, ich weiß, was ich falsch mache. Du musst rechts oder links klick machen. Ja, voll, ja, genau, richtig. So, jetzt haben wir eine Hand frei. Haben wir nicht, okay, passt. Ah, nee, so müssen wir machen, gut. Genau, wir müssen einfach nur eine Hand frei halten. Und jetzt können wir diesen Stuhl auf die Seite schieben. Naja, ist halt eine Physik für sich, ne? Und wohin? Ich muss mich erstmal wieder mit der Steuerung vertraut machen. Wie ging denn das nochmal? Musste man nicht... E oder so? E, gell? Nee, genau. Rechts. Ah, nee. Hä? Rechts, Maustaste. Nee, da machst du Foto. Warte. Nee, rechts, nicht links. Ist mir klar. Aber da passiert nichts, guck. Ich muss das hier. Hast du ihn genommen? Ah, mit F. F war es gewesen. Jetzt fallen lassen. Ja, genau. So. Das sag ich doch. Ja. Es ist schon ein bisschen spät. Wir haben es inzwischen auch wieder, keine Ahnung, wie viel Uhr. Allerdings. Halb eins oder so. Die Tür geht nicht auf. Ich muss du diesen Stuhl auf den anderen Stuhl legen. Oder? Ah, nein. Oder? Da. Nein. Wir haben ja wieder. Wir sind ja wieder relativ am Anfang gestartet. Es kann natürlich gut sein, dass wir erstmal schnell das ganze Zeug... Guck mal, die Tür geht zum Beispiel auch nicht auf. Doch. Sicher? Nein, guck. Ah doch. Hä, warte mal. Ich glaube, ich musste nur die Hand wechseln, kann das sein? Ja. Hm. Jetzt geht's. Cool. Okay. Jetzt kann ich, glaube ich, auch wieder ein Feuerzeug in die Hand nehmen. Damit wir was sehen. Oh gut, das funktioniert natürlich nicht. Und das? Geht auch nicht? Ja, easy. Geht halt gar nichts, ne? Ist das ein Spalter? Ah, das war dieser Raum da. Von da sind wir gekommen. Ah, jetzt weiß ich auch. Ja. Und da oben stand dieses Kind, das weißt du noch? Beim Blitzlicht? Ja. Oh, scheiß. Und jetzt? Nichts. Aber da konnten wir ohnehin schon... Ah, ne, da konnte ich nicht zurück. Runter oder hoch? Geh mal runter, runter war doch noch dieser Raum, weißt du noch, dieser gefunkelte gelbe Raum, dieser Lava-Raum da. Mit den Lampen, meinst du? Was war das für ein Geräusch, ist das? Ja, es hört so... Ah, das sind Tabletten, die sind die Treppe runtergefallen. So. Nehmen wir natürlich mit. Ja, kann man mal gut gebrauchen. Da, siehst du diesen Raum? Ja, eine offene Tür. Nee, da war ja sowieso nichts, da war nur eine Lampe. Ist das? Tatsächlich sind wir wieder hier. Ich kann wieder nicht mit Blitzdingsen. Was hast du letztes Mal gemacht, damit du Blitzdingsen kommst? Mit Feuerzeug. Ich glaube, das ist gewollt. Ah, hier. Nee, geht immer noch nicht auf, ne? Nee. Okay, dann geh wieder schnell weg von diesem Raum. Bist du mir da rein? Aber wieso kannst du kein Foto machen? Warte mal. Das war immer das Zeichen, dass dieser Typ gleich kommt. Ich glaube, wir sollen kein Foto machen jetzt gerade. Oder wir sollen nichts sehen, sagen wir das. Aber als wir da reingegangen sind, hat sich ja doch irgendwie alles gewendet. War das nicht so gewesen? Ja. Okay, lass uns mal nach oben gehen. Ja, ist natürlich scheiße, wenn man nichts sieht, ne? Aber es kann ja nicht sein, dass ich nicht fotografieren kann. Warte mal. Ich glaube, da spinnt wieder irgendwas. Ich will die Kamera. Irgendwas spinnt. Guck mal, jetzt habe ich die Kamera und zwei Feuerzeuge in der Hand. Guck mal. Da spinnt gerade irgendwas. Einen Moment. Nimm mal Tabletten. Vielleicht bist du gerade wieder dumm. Ich glaube, irgendwas stimmt gerade nicht. Wir haben immer noch diese Glühbirne. Ja, ich weiß, ja. Wofür brauchen wir? Müssen wir am Ende vom Spiel vielleicht in so eine Glühbirne wechseln und dann haben wir das Spiel beendet? Oder? Vielleicht. Genau. Hä? Aber guck mal, irgendwas spinnt jetzt gerade. Was soll ich denn machen? Ich kann mal das Spiel neu.
Ja, dann starte ich aber wieder oben, warte mal, oder? Ja, soweit, du hast nur den Stuhl weggenommen. Starten wir hier, ist gut, ja. Oh Gott, nicht, nein. Ja gut, komm, warte mal. Bis wir das nächste Mal, bis wir speichern können, müssen wir doch irgendwie vorwärts kommen können. Gehen wir mal da hoch, ohne Licht halt. Ist das eine Bekomme da hoch? Scheiße. Wir sind auf jeden Fall richtig. Was gibt's da oben? Hey, das sieht doch wie dieser Raum aus, wo du in den Keller runtergegangen bist. Ey, guck mal die Kratzspuren hier an der Wand. Ich glaube, wir müssen denen folgen. Okay, vielleicht sollen wir halt auch wirklich kein Fotograf machen. Oh ja. Da ist doch wieder ein Stuhl. Ja, ich würde ja gern Fotos machen, meine Lieben. Allerdings. Ah, das ist wahrscheinlich nur so ein Tippwand oder so. Ja, nochmal. Ja, eine Tippwand. Ja, eine Wand mit Tipps, oder? Hinweis, Hinweis. Hinweis, Monster kannst du mit Blitzlicht verjagen. Guck mal, die Krallen gehen hier lang. Schlechtes Zeichen. Von da sind wir gekommen. Echt? Ich kann mich gar nicht mehr an den Raum erinnern. Was? Jetzt kann ich wirklich kein Foto machen. Da musst du jetzt rein. Warte mal. Ist irgendwie gar nicht gewollt. Nimm mal die Glühbirne, vielleicht kannst du mit der Glühbirne ein Foto machen oder so einen Blitz. Nee. Weißt du, was das Ende von dem Spiel ist? Du musst dem Monster die Glühbirne geben und sie sollen Freunde werden. Genau. Oh Mann. Oh. Ja. Scheiße, wir sterben gleich. Oh nein, ich laufe den genau in die Arme, hab ich's. Scheiße. Ja, ist halt blöd ohne Blitzlicht, ne? Boah, ich hab gewusst, wir sterben jetzt. Auch wenn ich die Augen zu gehabt hatte, innerlich habe ich gezittert. Boah, das war mir wieder zu viel gewesen, ey. Also, jetzt machen wir das Ganze nochmal im Schnelldurchgang. Ich hoffe, die Kamera geht jetzt ab. Ey, ich habe mich gerade richtig erschreckt, obwohl ich gewusst habe, was kommt. Du weißt halt nicht, wann er kommt. Das ist wie, wenn ich den Cynix zu Hause besuche. Ich weiß, seine Mutter ist da, aber wenn ich sie sehe, erschrecke ich mich jedes Mal. Das hat sie mir auch gesagt, wo sie dich zum ersten Mal gesehen hat. So, nochmal das ganze Spiel von vorne. Also erstmal so meine Hand wieder frei machen. So. Kannst du ein Foto machen jetzt? Ja. Okay. Ich frage mich, was das mit dieser Glühbirne auf sich hat. Ich glaube, das Spiel ist ja noch in der Early Access. Ah, vielleicht muss man die Glühbirne dann in der Nachbarin Rose geben. Genau, bestimmt. Es gibt ja mehrere Glühbirnen. Also, man findet ja immer wieder Glühbirnen. Also ich glaube, es ist halt wirklich, um die Lichter zu reparieren, noch am Anfang. Kannst du Foto machen? Ja, alles klar. Ja, jetzt geht's. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Immer noch? Ja, das Willst du noch ein Feuerzeug nehmen in die andere Hand? Ja, das geht sowieso nicht, Feuerzeuge. Oh. Oh. Ich hab mir schon gedacht, kommt die echt noch einmal? Oder ist sie wirklich... Boah. Ich hab damit gar nicht gerechnet, jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß noch, dass sie da war, als ich nach oben gegangen bin. Aber vorhin, wo... Warte, nur Teller. Vorhin, als wir hochgegangen sind, war sie nicht da gewesen. Als ich zum ersten Mal hochgegangen bin, da war... Da rechts war so eine Markierung. Okay, da ist wieder der Schrank. Oh, ich hasse Schränke, Alter. Was war auf der Wand? Ah, nur er. Oh, jetzt ist er offen. Wieso will ich mich nicht umdrehen? Alles gut. Weiß nichts, ne? Nee, kannst du wieder raus. Er kommt. Das kommt. Aber von wo? Ja, bleib mal in der Ecke und dann kannst du ihn besser fotografieren. Meinst du? Vielleicht darfst du auch nicht da zu lang bleiben in diesem Raum hier. Ich mach Fotos, der hat Angst vor Fotos. Mach so viele Fotos, wie du kannst. Wir müssen hier raus. Hm. Rechts geht nicht, gell? Jetzt sind die Spuren weiß. Ja, hier sind sie schwarz, das ist, damit du sie siehst. Oh. Fuck, ich weiß ja nicht, von wo er kommt. Er kann nur von vorne kommen. Oder? Meinst du? Ich mach so am besten. Guck mal, die Tür zu. Er ist weg. Ach, Gott sei Dank. Wohin? Ah, da ist jetzt die Tür. Die war schon vorher offen. Ah, ja, stimmt. Guck mal den Spuren an der Wand. Ja, die sind hier lang geführt. Die sind hier lang. Hm. Ah, vielleicht muss jetzt in den anderen Schrank, wo unten ist. Weißt du, da unten war doch auch noch so ein Schrank. Ja, aber an den Schrank. Nein, nicht den. Lass doch mal gucken. Aber doch, du hast recht, ja, von hier sind wir gekommen.
Ja. Weißt du, unten. Ja. Unten neben diesem Kifferraum da. Neben diesem Regi-Raum da. Gab's doch noch auch noch einen Raum mit einem Schrank drin. Der war einfach leer. Aber wir konnten jetzt mit dem Schrank nichts machen. Wir konnten den einfach nur aufmachen, mehr nicht. Genau, und vielleicht ist er jetzt ist da auch ein Schrank gewesen. Vielleicht ist er da unten. Weißt du? Okay. Jetzt bist du doch auch in den Raum wieder? Genau, ich weiß, was du meinst, ja. Oh nein, jetzt kommt er wieder. Warte. Ich will nochmal den Raum durchsuchen. Vielleicht haben wir was übersehen. Die Spur führt ja nicht umsonst hier in den Raum rein. Mhm. Und danach gehen wir mal runter und gucken, ob da was drin ist. Wieso geht er nicht weg? Komm schon. Es wird lauter. Ey, das wird immer lauter. Ich hasse das Geräusch. Er ist weg. Lass mich nochmal gucken. Hier ist nichts, gell? Nee, hier ist nur dieser Schrank. So gut gemacht, ey, mit der Kamera, scheiße. Ja, dass du nur so eine Sekunde Licht siehst. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass wir nochmal runter müssen. Wir sind nicht umsonst hier hochgegangen. Oder du musst vielleicht wieder in diesen gelben Raum gehen, wo nur kurz die Tür aufgegangen ist. Das kann sein. Kind stand einfach da. Das hat mich mega erschreckt gerade eben. Was ist das hier eigentlich? Da kam von da sind wir gekommen. Da wurde ich mal gebeamt. Weißt du noch? Es ist zwischengeladet. Ach schau, ist nicht mehr rot. Ach stimmt. Ah, doch. Jetzt. Da waren wir auch schon, aber die Kerze. Wo dann dieser komische Krüppelmann stand, gell? Ja. Hoffentlich ist er nicht hinter dir. Doch, da ist er wieder. Es ist genau dasselbe wie vorher. Oh. Jetzt hat es uns wieder hier hochgeportet. Was war das, Mann? Das ist eine Schleife, in der wir stecken. Wir müssen irgendwas machen. Jetzt kommt doch so ein Sound. Wir haben irgendwas übersehen. Irgendwas müssen wir noch machen. Was war hier links? Da kommen wir nicht rein. Da links weiß ich nicht, was da war. Haben wir hier schon? Ich weiß es gerade nicht. Da hast du noch einen Schrank, guck. Ja. Und wieder eine Kerze, wo man nicht anzünden kann. Da oben, warte mal, was ist denn das? Ah, nur klar. Ich habe Angst, mich umzudrehen manchmal. Kann man den zumachen? Nee, auch nicht. Hm. Da gibt's nichts. Da gibt's wirklich nichts. Also wir haben jetzt zwei... Wir haben zwei Optionen, glaube ich. Der erste ist der Raum. Ich weiß es! Was? Ah, oder? Was ist dort hinten? Wir konnten doch in diesen... Das sieht aus wie dieser... Wir konnten doch in diesen einen Raum unsere Hand durchstecken und was rausziehen. Ja, genau, das wollte ich gerade erklären hier. Gut, dass es meine Idee war. Wieso leuchtet das jetzt? Das war das letzte Mal auch schon gewesen. Jetzt leuchtet es. Nee, es sind zwei Räume. Es gibt diesen Raum und dann gab es ja, oder? Ja, weil das vorhin hat ein bisschen weiß geleuchtet. Ah, vielleicht musste man gebeamt werden, damit man jetzt in eine neue... Warte, wir müssen jetzt wieder hier rein, glaube ich. Jetzt müssen wir dann in den Keller unten rein. Weil jetzt sind wir nach oben gegangen, ein Stockwerk. Ja. Na? So, geh mal weg, du Stuhl. So. Ich habe nur Angst, dass dieses Vieh kommt, ich hasse das. Aber zum Glück gibt es hier nichts, was einem so nachrennen kann oder so. Es gibt ja eben, hier siehst du den Schatten von dem Typen, wo der hängt. Ja. Genau, jetzt sind wir ein Stockwerk oben. Wir müssen jetzt hier rein. Genau. Hier runter. Und dann mit der Hand da reingreifen. Mhm. Und dann geht die Tür sicher auf. Ich glaube... Weil es hört sich ja auch so an, als würde man so einen Riegel rausziehen, so einen Metallriegel. Weißt du, was ich meine, ne? Mhm. So. Das könnte dieser Raum sein. Ja. Wo wir so orange gesehen haben. Genau, richtig. Also nicht vielleicht jetzt genau der Raum, aber so, ja. Genau. Und ich sag, jetzt ist die Tür offen. Aber es ist voll verwirrend, weil als wir diesen Raum gefunden haben. Ja.
ah, da konnte man ja noch gar nicht zurück dorthin. Ah, und jetzt haben wir den Stuhl weggenommen. Genau, richtig. Können wir da zurück. Da wussten wir ja nicht, dass wir den Stuhl auf die Seite schieben können, indem wir was aus der Hand nehmen. So. Stefan, der würde jetzt einfach so da oben stehen. Ich hoffe nicht, ey. Na, das haben wir alles schon mal gemacht. Quatsch, der steht da nicht, oder? Nee. Jetzt ist nämlich auch dieser Schatten weg, siehst du? Ich möchte ein bisschen mal ein. Jetzt kommt dieser... Bestimmt. Oder die Türen gehen jetzt alle auf, das ist auch mal passiert. Dass alle Türen aufgehen? Mhm. Was war dann dieser andere Raum da? Mit dem Schrank und dem leeren Schrank? Frag mich nicht. Oh nein, jetzt kommt wieder das dreckige Kind, ey. Nee, hoch müssen wir nicht, wir müssen runter. Ja, gut. Dieser Weg wird kein leichter sein. Jetzt guck, jetzt ist weg. Dieser Weg wird steinig und schön. Aber mich würde diesen. Da haben wir durchgegriffen, ja, guck. Ja, genau. Das habe ich doch die ganze Zeit. Jetzt wird's spannend. Okay, jetzt haben wir wieder viel zu viele Räume. Da kommen wir nicht rein. Oh, gut. Automatische Spartung, ey, das endliche, das war schon lange nicht mehr ein Thema. Okay. Genau. Oh, wie viele Räume es jetzt gibt. Ey, ich hoffe einfach, das hat so mega ein Happy End und so, das wäre mega geil. Hm. Was ist das? Ein Gesicht, so ein halbes. Mach mal ein Foto. Mach mal ein Foto da. So ein Totenkopf, siehst du? Echt? Mach nochmal. Ja, siehst du auf dem Foto auch nicht viel mehr. Warte, geh mal von vorne. Mach mal ein Foto. Warte. Scheiße. Das gefällt dem nicht. Als ob! Mach mal ein Foto von dem Foto da? Du siehst ja nichts drauf, wenn ich ein Foto mache. Wenn du so einen Blitz machst, dachte ich. Achso. Weil ist ja das gesehen. Das? Das Wasser oder sowas. Wie eklig. Meinst du, wir sterben, wenn ich jetzt da. Krank! Da kommen wir nicht durch. Okay. Das waren ganz viele Menschen, hast du das gesehen? Da kommen wir auch nicht. Rostiger Schlüssel, den brauchen wir. Okay. Alter, war das eklig. Das war seine Nahrung. Okay, kann sein, ja. Da kommen wir rein, okay. Ausschau halten nach dem Schlüssel. Okay. Okay, das sieht nicht schlecht aus. Da ist er! Okay, so eine Kerze ist immer ein... Rostiger Schlüssel. Okay. Mach nicht Fotos bei Treppen, ich glaube, da kann niemand das Kind, ey. Das wär's, ja. Warte, die Tür, welche Tür war denn das? Oh mein Gott. Wo haben wir den Schlüssel denn gebraucht? Ah, hier, gell? Genau. Ja. Rostiger Schlüssel. Immer diese engen Räume. Was haben wir denn jetzt hier? Wieder so ein Rätsel? Entschuldigung. Das Problem ist, das Ding müssen wir mitnehmen. Wofür? Ah, zum über den Weg laufen, genau, damit man dieses seine Nahrung nicht sieht. Das haben sie noch nicht so schlau gemacht. Ja, ich noch mehr, ja. Mehr. Hätten sie es lieber so gemacht, dass man das ins Inventar stecken kann oder sowas. Das wird uns ein bisschen spannend machen. Oh, jetzt siehst du gar nichts, Alter. Ja. So. Nicht schlecht. Halt. Du warst doch Schreiner, oder? Ist ja wie bei meinem Umzug hier. Scheiß auf die Ecken, einfach rein damit. Komm, jetzt steckst du fest. Mach keinen Scheiß. Ach, ich lauf einfach. Das wird sich hierher geportet, oder? Nee, das wird zurückgeportet. Am Ende, ja. Stell dir vor. Warte. Stell dir vor, der kommt hier. Ah, ich kann trotzdem Fotos machen. Warte. So. Ah, ich bin hier Bob der Baumeister, oder was? Jetzt haben wir es gleich. So. Boah, zeig nochmal ein Foto von denen. Gleich. Das siehst du ja gar nicht. Eigentlich auch. Wie kann ich das jetzt? Ah. Perfekt. Oh. Krass. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn du runtergehst.
gejumpt. Ich konnte nicht. Du konntest gar nicht. Ich bin gelaufen bis zum Rand, ja. Okay. Sind wir so schnell durch? Das sieht relativ normal aus jetzt wieder. Okay. Immer diese Tür. Warte mal. Ach du Scheiße. Es ist voll dunkel. Ich glaube, du musst da durchrennen. Ich renne jetzt auch da durch. Einfach Augen zu und durch. Oh Gott. Ich lauf weiter. Das sieht richtig scheiße aus. Bist du das? Ja, ja. Achso. Oh, da ist ein Pfeil. Ein Wegweiser. Ja. Ein Hinweis. Oh nee. Ist die offen? Ja. Oh, ich kann wieder kein Foto machen. Was ist los? Boom! Ich hab das Gesicht nur zur Hälfte gesehen, das, aber... Das war gemein, ja, ich auch. Oh, das ist so fies. Du darfst nie diesen Wegweisern der Monster folgen, nee. Das war einfach die Falle gewesen hier. Boah. Was ist das jetzt? Da oben steht gleich was. Ja, da oben steht schon was. Ah, nee, ist eine Lampe. Noch nicht. Ah, nee. Alles easy. Oh, eine Tür. Ey, warte mal. Du kannst mir nicht sagen, dass die ganzen Feuerzeuge nicht funktionieren. Die gehen echt nicht. Ich sehe nichts mehr. Scheiße. Ah. Was ist denn? Ich hab's gesehen, ja. Okay, cool. Die Lampe konnte man anschalten. Kannst du dich noch am Anfang erinnern, wo man dann schön durch das aus dem Haus rausgekommen ist, in diesen Wald, zu diesem Baumhaus? Da war es so richtig schön ruhig gewesen, das vermisse ich jetzt irgendwie. Oh nee, muss da runter. Sicher? Schon, gell? Mal probier mal, okay. Ja. Wo bist du jetzt? Oh man, so viele Räume, Alter. Gell? Wow. Da müssen wir hoch. Holy shit. Aber wir können ja nicht springen. Ah, interagieren kannst. Ah, tatsächlich. Geh einfach hoch und... das ist noch ein Auto in der Garage. Das ist keine Garage mehr hier. Das ist eine Müllhalde. Nias Müllhalde. Jetzt zum halben Preis von halben Preis. Was, zum halben Preis zum halben Preis? Ich bin gerade verwirrt. Ah, ey, hast du gesehen, du hast kein Gehirn mehr? Ja, schon lange nicht mehr, genau. Du hast noch nie eins gehabt. Ich glaube, das ist nicht hier lang. Mach mal ein Foto. Okay, geh weg. Beweisabführung abgeschlossen. Nee, ja, öffnen, nee. Von nach innen, weißt du, nach außen. Oh, wir sind wieder im Haus. Ah, das war diese Tür, die abgeschlossen ist. Als ob da einfach sowas dann ist. Krass. Und jetzt? Das Haus habe ich so irgendwie gar keinen Bock, glaubst du es? Ach Gott. Oh mein Gott, wie lange wir nicht mehr hier waren. Oh, Speicher. Ah, jetzt wirst du wieder blöd, siehst du? Ja, jetzt fängt's wieder an. Jetzt fängt genau das gleiche nochmal an. Jetzt folgt dir einfach das Kind wahrscheinlich. Nee, wir müssen wie das letzte Mal machen. Jetzt könntest du eigentlich Kerze. Ja, genau. Müsste eigentlich gehen. So. Rechtsklick müssen. Ah, warte, ich hab, Nimm noch Tabletten? Ja, die Ja, das hab ich gerade sowieso. Ja, die Flasche ist leer. Scheiße. Jetzt müssen wir langsam hin und machen mit der Kerze. So. 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 Ach gut. Ich glaube, kann man. Ja, egal, passt schon. Oh, da sind wieder diese Striche an der Wand. Von dem Monster. Die waren das letzte Mal nicht da? Nee. Sind gerade frisch. Wo will er dich diesmal führen? Die Frage ist, was wir machen müssen. Es stand vorhin irgendwas mit Hinweis, hast du das gesehen? Folge den Hinweisen oder sowas. Ja, ja, das ist ja der Hinweis. Meinst du? Siehst du, wenn du jetzt von da gekommen wärst, siehst du es an dieser Wand. Ah, Tatsache. Also wir müssen garantiert hier. Ja, ja. Nicht so schnell. Vielleicht musst du sogar links jetzt, weißt du noch dort? Nee. Boah, da hat dich ja einmal erschreckt, weißt du noch? Ja. Da brennt eine Kerze.
Das ist noch von uns, das letzte Mal. Ah, die steht einfach immer noch da, ist ja krass. Krass. Die geht ja nie aus, ey. So eine Kerze wäre echt nice. Boah, weißt du, was fies ist? Du verlierst, du wirst zwar nicht dumm, wenn du... Da müssen wir nicht lang. ...die Kerze hast. Ja. Aber wenn er kommt, musst du Foto machen. Ja. Oder einfach sterben. Also eigentlich hört es hier auf, gell? Mhm. Oh, nee. Nein, nein, der kommt jetzt nicht, das glaube ich nicht. Oder? Ah, vielleicht ist jetzt da etwas im... Oh, das hast du so gesehen. Das hat gerade richtig schlimm ausgesehen, ja. So ein Spinnennetz oder so. Warst du das? Nicht, gell? Nee, nee. Oh, klasse. Da kannst du hinstellen. Ja, ich brauche ja die Kerze. Ja, jetzt hat er sich hingestellt. Hat's da was? Hat's da was? Bist du was? Gibt's da nichts? Hast, bist du nichts? Okay, da läuft nichts. Wenn du die Kerze nehmen würdest und ganz langsam laufen würdest, könntest du eigentlich in der rechten Hand noch... Ah nein, du musst sie immer wieder anziehen. Ja, ich muss sie immer wieder anziehen. Scheiße. Wollen wir mal hochgehen? Ja, ja. Wieder den Lichtschalter. Ah, da. Da, es geht weiter, ja. Vielleicht können wir jetzt rausgehen. Ich habe mir vorgestellt, dass da genau da steht, man. Geh mal links, links. Ja. Ah, vielleicht geht's wieder in den Keller rauf. Aus dem Haus? Nicht wirklich. Nee, da rechts. Ich werde hier lang. Meinst du? Ah, ja. Oh, wir müssen wieder hoch. Vielleicht in diesen Saal. Ah, nee. Hä, ist immer der gleiche Weg, habe ich das Gefühl. Toilette? Naja, ich lauf mal. Ins Kinderzimmer. Diese nee. Perversling. Oh Mann, Kerze kommt schon. Kerze. Ah, hier waren wir schon. Hier war diese Zeichnung an der Wand. Hm. Plötzlich weg, also. Bleib mal ein bisschen mehr im Licht, bis das Gehirn wieder normalisiert. Das haben wir alles hier schon gesehen. Das war ich, sorry. Ich glaube, du musst durch die Toilette, da waren die ganz auch. Viele Striche schlimmer. Ja. Vielleicht ist er gerade am Kacken, weißt du, und wartet schon. Oh, nee. Ich will nur warten, dass ich mein Gehirn... Das passiert ja so auch. Gut, da haben wir sogar Licht da drin, ne? Nee. Ja. Aha, da drin, ja. Und die Kerze mitnehmen. Na, er kommt wieder, glaube ich. Ja, die Türen gehen ja von alleine zu. Den mache ich mal nicht auf, den Vorhang. Ah, ich kann die Kerzen, ich kann die Tür nicht aufmachen, wenn ich die Kerze in der Hand halte. Scheiße. Geht nicht. Oh, fuck. Warte mal. Wir müssen den Vorhang aufmachen. Ist nichts, gell? Wetten, da kommen wir jetzt auch nicht raus. Ja. Ich dachte, wir müssen irgendwas machen. Ich muss kacken. Genau. Irgendwas müssen wir hier machen. Warte mal, den Spritschrank kann man auch noch machen. Ach, ich weiß nicht, das. Foto? Nochmal Foto? Ah, ne, ist okay, nochmal. Was haben wir hier noch? Feuerzeug. Ah, von denen haben wir ja noch so viele. Da ein Kühlschrank. Ein Schrank einfach. Da hinten ist auch noch einer, ja. Oh, ne, immer diese Schränke, Alter. Hm. Was da ist schon mal. Ah, da, mach mal da. Es regnet einfach drauf. Nee, da ist doch eine Spur, siehst du? Ja, ich sehe. Ich glaube, du musst ein Foto machen. Ich glaube, da ist irgendwas markiert. Oder? Nicht wirklich, ne? Warte mal, kann ich mit der. Das Handtuch vielleicht irgendwie aufheben oder sowas? Nee. Da reingucken auch nicht. Regnet es draußen? Ja, ja, es regnet. Ah, das ist das Geräusch, dieses Sch. Hä? Ich dachte schon, so etwas zum Trinken. So, um die Nerven zu stabilisieren. Hast du das Licht das? Nein. Mach an. Es geht nicht. Nein, jetzt musst du Kamera nehmen. Schnell. Ah, ne, jetzt ist dein Vorhang aufgemacht, Alter. Ja, den musste ich machen. Aber vielleicht gehen jetzt die Türen auf. Kann ich das abstellen? Ne, geht nicht. Oh Mann. Was müssen wir denn machen?
immer in die andere Ecke des Raums. Richtig, aber eigentlich nicht. Vielleicht müsst du ein bisschen Shampoo reinlegen oder so. Genau, vielleicht müssen wir uns auch noch waschen, ne? Wieso kommt ja, stell dir vor, der ist schon den ganzen Tag unterwegs, der stinkt doch was. Kann man das nicht ausschalten? Hier, warte mal. Nee. Vielleicht musstest du erst jetzt den Vorhang auftun. Was stand da? Ah, das Feuerzeug ist da, deswegen konnte ich die Kerze nicht anzünden. Du kannst sonst nichts. Das Feuerzeug ist leer. Oh, ey, dein Ernst? Wo steht denn die Kerze? Ich kann nicht mehr nehmen, ja. Schau noch mal hinter dir. Der Wand, wo die diese schwarze Striche waren. Hinter dir, ganz klar. Ja. Als ob der da steht. Alter. Jetzt ist er weg. Oh. Hast du es gehört? Ja. Es wird mir gerade nebelig. Ach, Schuss. Ich sehe fast nichts mehr. Oh, es beschlägt alles wegen dem Wasser. Ah, das heißt das Wasser. Ja. Shit. Was da wieder da stand? Ich sehe gar nichts mehr. Ah, da vorne ist er. Nee, der ist da nicht. Das ist... Ach, mach das schon zu. Oh, gleich passiert irgendwas. Nein, ja, mit der Bad. Halt, stand da was? Hm, ist nur der Spiegel. Ich sehe ja gar nichts. Steht der immer noch da? Alter, der stand einfach da. Musst du das Shampoo nehmen oder so? Nee, geht nicht. Vielleicht musst du einfach warten, bis das Wasser voll wird. Oh, da ist was im Wasser. Ja, das ist der Abfluss. Oder? Oh. Oh. Nee, da ist nichts. Da war nur so ein schwarzer Schatten. Ich sehe ja gar nichts hier drin. Was ist das für ein... Da ist der Mond, ja? Als ob wir jetzt hier irgendwas suchen müssen. Aber es ist erst nachdem wir den Typen gesehen haben, ist es jetzt so neblig hier drin geworden. Mhm. Ah, wir Deppen. Vielleicht müssen wir wieder eine Hand frei machen, damit wir irgendwas machen können. Wie mit dem Stuhl. Na. Kann ich nicht. Ich kann nichts machen. Warte mal, doch, ich kann ja das Feuerzeug fallen lassen. Genau. Jetzt habe ich eine Hand frei. Mehr oder weniger. Das geht nicht. Am Fenster können wir auch nichts machen. Hä? Hätten wir etwas finden müssen? Was? Ah, vielleicht kannst du jetzt das Rohr zutun. Ah, das ist was am Boden. Ah, das ist die Kerze. Das ist jetzt nutzlos. Das war die Kerze. Aber jetzt zwei, oder? Ja. Nee. Ja, du hast recht. Kannst du das jetzt abstellen mit der Rechte? Ah ja, voll. Nee, geht auch nicht, ne? Nee. Hm. Kannst du nur drehen, ne? Was heißt da Lagerarm? So, jetzt zurück. Interagieren. Das Ding, das gemacht. Den Vorhang wieder zugemacht, ja? Nee. Hä? Hä, hast du irgendetwas da? Interagieren schon. Mach mal Vorhang zu, vielleicht will er, dass es zu ist. Nicht wirklich, gell? Die Tür ist immer noch versperrt. Ich habe auch Angst, dass der da steht, ja. Vor allem ist das mega mühsam, wenn du nur so eine halbe Sekunde was siehst. Da kannst du was nehmen. Jetzt voll. Oh, als ob. Die Feuerzeuge waren echt leer. Gott sei Dank. So ist es ja voll fies, ey. Mach mal den Vorhang zu. Ach, wenn's. Was ist denn das? Ah, das ist ein leeres Feuerzeug gewesen. Ist hier irgendwo was?
Tu die Kamera. Geht's auch nicht. Ah ja, mach Foto. Ah naja, hat mir die ganze Zeit schon gemacht. Hä, was ist das für eine Linie, frage ich mich. Vielleicht einfach echt noch ein Grafikfehler. Eben, das Game ist ja in der Early Access. Ist da was drin? Oh. Schreckt von der Toilettenpapier ran. Vielleicht ein Föhn oder so? Ah, Lichtschalter? Ey, da kannst du sogar eine Kerze, die man anzünden kann. Guck mal. Ja. Zünd mal an, das Zeug. Geht's nicht. Ah, jetzt geht's sogar. Das Kind ist da. Als ob wir einfach das Licht hätten aktivieren müssen, so die Kamera. Wieso erschreckt mich die Kamera immer, Alter? Als ob wir einfach den Lichtschalter anschalten. Ja. Wir sind so dumm. Also du, ja. Das reicht aber immer noch nicht. Irgendwas müssen wir noch machen. Noch ein Lichtschalter? Toilettenpapier? Ja, ist auch nichts. Mach nochmal das Licht aus. Ja, nicht so schnell, ey. Vielleicht können wir jetzt das Licht ausschalten. Das Wasser ist ausgeschaltet. Ah, interagieren. Schau mal. Als ob der jetzt baden geht. Hat der nichts Besseres zu tun? Ja, der ist schon ein paar Tage unterwegs im Haus. Du musst ja auch immer am Baden gehen, oder? Ja, wenn ich fertig bin mit dem Horror hier, ja. Vielleicht bringt er sich jetzt um. Also hast du jetzt die ganzen Parts nichts geduscht? Ich habe noch nie geduscht, ne? Und deshalb stinkst du hier so. Deiner Mutter gefällt's. Ich wette, jetzt kommt was aus dem Wasser raus. Ich glaube, er nimmt einfach ein gewöhnliches Bad und ist alles easy. Oh, ich mag nicht Wasser. Du magst nicht Wasser? Guck! Jetzt kann ich nicht mehr in der Badewanne baden gehen. Kind so sitzt. Was macht es da mit seiner Hand? Guckt Fernsehen. Ja, aber er guckt so. Ist er etwas am Essen oder? Sie hat Freude vielleicht oder so. Wie ein Affe oder so. Wie ein Affe. Affenkind oder so. Lucy! Das ist das Kind vom Fernsehen. Ja? Das ist die Lucy, Lucy, nicht Mary. Und jetzt kommt das Monster und dann. Warte mal. Haben wir den Untertitel? Müssen wir nicht auf Deutsch schalten? Der war auf Englisch jetzt gewesen. Ja. Allgemein. Untertitel aktiviert. Ja, nee, okay. Ist vielleicht nicht schon richtig übersetzt worden. Keine Zeit. Was ist das? Vogelkäfig. Ach so. Das war verschwommen, ne? So sehe ich ohne meine Brille. Ah, weil sie den Vogel gegessen hat. Geh doch mal näher nach. Warte. Näher ran. Das ist ja, weil die Lucy den Vogel gegessen hat. Weißt du, wenn du näher rangehst, dann ist es lauter, wenn es regnet. Ich konnte nicht näher ran. Ist plötzlich einfach stehen geblieben. Ach so. Also, ich konnte nicht näher. Okay, sorry. Guck, ich komm nicht näher. Okay. Sie könnte in Gefahr sein. Mhm. That thrust needles up their arms. This new doctor clearly doesn't know anything about parenting. Das ist geil, jetzt wird so ein bisschen die Geschichte gerade erzählt. Ich hoffe, du hast nicht erschreckt während dem Leben. Ey, das wäre jetzt richtig gemein, wenn jetzt nochmal sowas kommen würde. I don't want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors. Imaginary friends and all these weird behaviors. She doesn't even call me mom anymore. They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake. So Pico. Mm-hmm. Meinst du, dass wir vielleicht der Arzt sind?
dass er sauer war, dass die Frau gesagt hat, du hast keine Ahnung vom Kinderziehen und dann wollte sie alle umbringen? Hm. Das ist wirklich auch diese Badewanne. Oder Babykorb, was ist das? Badewanne. Oh, da hast du vorhin geduscht. Ah, da kommst du wahrscheinlich wieder raus. Raus oder rein halt? Was ist das für ein Spiegelbild da? Ah, da sehen wir, wer es ist. Oder? Ich glaube, es soll sehr von der reflektieren. Liegt da jemand? Alter Schwede. Super. Stöhnen. Also wenn ihn das geil macht hier, dann ist das total eklig. Oh ne, er erstickt. Geil, dass noch die Kerze da liegt. Ah, dieses Klopfen ist von... Oh, da steht... Nein. Das ist jetzt die Mutter, wo... Da steht doch die Lucy jetzt, oder? Da steht die Mutter. Wer ist da links? Das ist die Lucy, warte. Ah, das ist die Lucy, die hat sich eingesperrt und die Eltern sind draußen am Klopfen. Oh nein! Oh, shit. Die hat sich den Unterkiefer rausgerissen. War das nicht dieser Kiefer von dieser Spielpuppe oder so? Nein, das war diesmal... Boah. Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt den Hauptinhalt der Early Access Version beendet. Wir freuen uns auf dein Feedback. Danke, dass du die Early Access Version gespielt hast. Von uns allen ein... Von uns allen im Sad Square Studio. Zum Aufwachen eine Lego-Taste zu drücken. Die hat sich den... Das war nicht von der Puppe, die hat ihren eigenen Kiefer rausgerissen. Warum denn das? Krass. Okay, wir sind fertig. Das andere, was jetzt da ist, das ist alles Early Access. Diese Räume, wo gesperrt waren, weißt du? Ja. Genau. Jetzt kommst du nicht raus, oder? Jo! Also ich würde sagen, es war ein geiles Spiel. Kannst du da noch... Ey, da ist noch Schlüssel. Mach mal ganz fertig. Da ist noch Schlüssel. Ah, das ist der Garagenschlüssel jetzt. Safe. Ah, oh Leute, das müssen wir natürlich. Ja, das müssen wir natürlich auch. Ne? Mach mal Licht aus oder so. Kamera und so. Nee, irgendwas müssen wir. Jetzt machen. Ist so eine friedliche Guck Musik. Da. Gefunden Fortschrittsgegenstand. Ab sofort wird er im Fortschrittsraum angezeigt. Eklig, Mann. Lustig war das am Anfang da. Ende von Lucys Kapitel. Ein schauriges Ende. Da ist noch was in diesem Heizstoffen. Warte, ich will aber wissen, was im. Die Frage ist, kann jetzt immer noch irgendwas kommen? Ich gehe mal zum Safe. Hä? Das ist doch dieser Safe-Schlüssel, oder? Ja. Oder gibt's noch ein Safe? Das weiß ich nicht. Scheiße, wir sind schon zu lang. Ich glaube, eben die Lucy kann halt trotzdem noch kommen. Wo sie jetzt schon tot ist. Ich denke trotzdem, dass wir jetzt an der Stelle den Part beenden, Leute. Wir haben das Kapitel abgeschlossen. Ach, die Tür ist so. Und ich denke, dass wir lang genug auch schon am Spielen sind. Wenn es euch gefallen hat, würde sich der Cinex natürlich über ein positives Feedback freuen. Ich natürlich auch. Und wenn ihr wollt, dass wir das Spiel noch weiter auf dem Schirm haben und in der nächsten Zeit vielleicht noch ein, zwei Parts raushauen, schreibt mir das in die Kommentare oder bewertet das Video natürlich positiv. Und ansonsten würde ich sagen, ich und der Cinex suchen uns jetzt gleich mal ein neues Spiel raus, um euch auch die bestmöglichste Unterhaltung zu bieten. Und ja, die Story fand ich eigentlich relativ geil. Was meinst du? Was denkt ihr? Was hat's mit dieser Glühbirne auf sich? Du mit deiner Glühbirne, Alter. Nee, auf jeden Fall. Herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif, Leute. Euer Nier und Peace. Ciao.